Hallo und willkommen zu Liga TV. Diesmal ohne unseren Gewichtigsten in der Runde, ohne Reno Weiß. Der ist in Italien. Hallo Reno, ciao Italia. Und daher nur, unter Anführungszeichen, Karl Frank. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, Richard Ziesler. Und wir wollen euch jetzt am Tag 1 nach, beziehungsweise am Tag 1 vor, ein bisschen auf das kommende Fußballwochenende in der Regionalliga und in der Wiener Stadtliga einstimmen. Ich darf nun die Begegnungen der Regionalliga Ost der 17. Runde, also der zweiten Runde, im Frühjahr vorlesen. Und es beginnt am Freitag, den 3.3. um 19 Uhr mit Mannsdorf Austramateure, um 19.30 Uhr Wiener Sportclub gegen Ebrechtsdorf und ebenfalls um 19.30 Uhr der SV Schwechat gegen Rapid Wien. Zur ersten Begegnung, Mannsdorf gegen Austramateure, biete ich dann den Richard als, weil ich die Austramateure ja sehr gut kenne, werde ich ein paar Worte zu Mannsdorf sagen und der Richard dann zu den Austramateuren. Mannsdorf war in der vergangenen Herbstsaison, hat den 7. Platz erreicht und ist eigentlich sehr schlecht in die Meisterschaft gestartet und hat dann einen Trainerwechsel vollzogen mit Herbert Gager. Haben sie einen neuen Trainer bekommen und der dann eine Serie gestartet hat und im Endeffekt ist dann der 7. Platz im Herbst herausgekommen und der auch der Stärke des SC Mannsdorf entspricht. Die Mannsdorfer haben sich in der Wintertransferzeit sehr zahlreich und mit guten Spielern verstärkt und wie ich den Herbert Gager einschätze, wird er sich eine spielstarke und kampffreudige Truppe auf den Platz führen. Die Austria-Amateure, eigentlich die Überraschung des Herbstes gewesen und erst im Frühjahr von Ritzing überholt, dank des 2:0-Sieges der Burgenländer gegen Rapid 2 im Nachtragsspiel, sind mit einer unveränderten Mannschaft, nahezu unveränderten Mannschaft, gegenüber dem Herbst, es haben keine Zu- und Abgänge und haben das auch nicht nötig. Ich glaube, man kann sich von dem Spiel generell einiges erwarten, denn Mannsdorf gezielt und gut verstärkt und der Austria-Amateur ist sowieso stark und vor allem mit einem sehr guten Sturm-Duo und vor allem einem der Top-Goalgetter der Liga, einem gewissen Alexander Frank. Wir kommen nun zur nächsten Begegnung. Der Wiener Sportclub spielt zu Hause gegen den ASK Ebrechtsdorf. Der Wiener Sportclub hat in der vergangenen Herbstsaison wirklich das Manko gehabt an der Chancenauswertung. Sie waren aus den Standardsituationen wirklich immer sehr, sehr stark, aber die Chancen aus dem Spiel wurden nicht genützt und dadurch ist der 12. Tabellenplatz im Herbst nur erreicht worden. ASK Ebrechtsdorf? Ja, vor allem muss man noch sagen, Sportclub hat ja versucht, genau dieses Manko mit dem Johnny Mansbart zu beheben. In der Vorbereitung ist es ihnen ganz gut gelungen. Schauen wir mal, wie es in der Meisterschaft läuft. Ebrechtsdorf, einer der besten Aufsteiger der letzten Jahre und diesen Platz auch im Moment weiter inne. Also auch im sogenannten verflixten zweiten Jahr keinen Einbruch erlitten. Trainer Goran Djuricin ist weg. Er folgte dem Ruf seines Freundes Damir Kanadi zu Rapid. Der neue Trainer, ja auch ja, schlechter. Genau, mit Bradaric nicht nur ein sehr guter Fußballer gewesen und ich glaube auch als Trainer eine Bereicherung für die Liga. Ich glaube, dass er den ASK Ebrechtsdorf Fußball spielen lässt, so wie es aus Goran Djuricin gemacht hat. Auch von diesem Spiel, glaube ich, kann man sich ein interessantes Spiel erwarten, weil Sportclub kann sich gar nicht verstecken, weil sie Punkte im Kampf gegen den Abstieg brauchen. Wir kommen nun zum dritten Spiel. SV Schwechat gegen Rapid Wien 2. Der SV Schwechat hat ja im Tabellenkeller überwintert und hat sich aber mit zahlreichen Spielern verstärkt, wobei aber keine großen Namen
geholt wurden, sondern junge, hungrige Spieler. Und in Schwechat hofft man natürlich auf ein, muss man auf ein sehr gutes Frühjahr hoffen, um wirklich den Abstieg zu entgehen. Und man hofft auch auf einen Trainereffekt. Ebenfalls, ja genau. Zu Rapid Wien. Rapid Wien 2. Ich habe das Spiel gegen Ritzing gesehen. Es ist den jungen Rapid-Spielern gegen Ritzings Klasse 11 offensiv relativ wenig eingefallen. Und defensiv haben sie sich die zwei Tore eigentlich fast selber geschossen. Sie haben sicher noch nicht das Gesicht gezeigt, das sie haben. Ja, wobei man noch mit Andi Dober, Domi. Ja, der hat ja noch nicht gespielt. Ja, Domi gegen, und vor allem der Kelles von Vienna. Ja, aber Dober und Kelles konnten nicht spielen gegen Ritzing. Die werden natürlich ihr Debüt feiern in Schwechat und werden sich natürlich doppelt und dreifach reinhängen. Ich tippe mal, dass keine Punkte für Schwächer rauskommen werden bei dem Spiel. Auch wenn sie einen Neustart versuchen im Frühjahr. Es wird sicher sehr schwer für den SV Schwächert, aber zu Hause ist der SV Schwächert immer für Überraschungen gut, was eigentlich, die haben, glaube ich, nur drei Siege und einen davon gegen einen, ehemaligen Tabellenführer Austria Amateure gefangen. Nun zum Spitzenspiel am Samstag um 15 Uhr in Ritzing, Ritzing gegen den FC Vienna. Um 15.30 Uhr spielt auf eigenem Platz der FC Stadlau gegen SC Neusiedl und um 16 Uhr dann Dreiskirchen gegen die Admira Juniors, also ein Niederösterreich-Duell. Zum ersten Spiel, zum Spitzenspiel der Regionalliga Ost Ritzing gegen Vienna. Zum SC Ritzing möchte ich natürlich sagen, die sind jetzt das Nachtragsspiel gegen Rapid Wien 2 haben sie ja bekanntlich gewonnen und sind dann praktisch im Frühjahr Herbstmeister geworden. Paradoxerweise, das ist eine sehr routinierte, spielstarke Truppe und der Meistertitel meiner Meinung nach führt nur über den SC Ritzing. Und SC Ritzing ist der einzige Verein aus der Ostliga, der die Lizenz für die Bundesliga 2 in der nächsten Saison beantragt hat. Ich gehe davon aus, diesmal werden sie es bekommen. Zumindest werden sie alles dran setzen, eventuelle Auflagen noch auszubessern. Und es sieht eben so aus, als ob nach oben und nach unten schon einiges entschieden wäre in der Ostliga. Nämlich wenn Ritzing nicht schlechter als Zweiter wird, steigen sie auf, voraussichtlich. Und der Gegner von Ritzing, der FC Vienna, steigt voraussichtlich im Sommer in die Wiener Stadtliga ab. Oder noch tiefer. Wobei das natürlich noch Spekulationen sind, aber wir haben in der Zeitung natürlich gelesen, dass sie einen versuchen, einen 30-prozentigen Ausgleich zu machen und dann natürlich laut Zeitung in die Stadtliga absteigen können. Wobei das aber noch vom ÖFB und vom Wiener Fußballverband ja zu klären ist, wie das ganze Wirrwarr mit den Verträgen von Care Energy ist. Und man wird in den nächsten Wochen meiner Meinung nach sehen, wo der Weg der Wiener hingeht und wie weit das nicht vorhandene Geld auch in den Köpfen der Spieler verankert ist. Ja. Nun zum vierten, zum nächsten Spiel, FC Stadlau gegen SC Neusiedl, eine ganz interessante Partie. Wie man weiß, war ich ja sehr, sehr lange Funktionär, Trainer, sportlicher Leiter des FC Stadlau und dieser Verein wird in meinem Herzen immer verankert sein. Meine zwei Söhne haben hier gespielt. Trainer Jay hat wie immer eine sehr lauffreudige, spielstarke Truppe. Und am Weihnachtstisch einige und noch gute am Weihnachtstisch Verstärkungen einige bekommen. Verstärkungen bekommen mit Jay Mata natürlich den Torjäger der vergangenen Saison und man wird sehen, wie sich der FC Stadlau in dem Spiel gegen Neusiedl tun wird. Zumal Neusiedl nur drei Neuzugänge hat, aber die drei recht gute Qualität, unter anderem ein Tormann mit Udo Siebenhandel, der aus dem Admira- und Austria-Nachwuchs kommt.
und für mich sicher, ich kenne den Udo sehr gut, für mich einer der besten Torhüter der Regionalliga ist. Man wird sehen, ob, ob die Stadtlaustürmer den überwinden können. Neusiedl hat sich noch geholt, den Sascha Steinacher aus Dreiskirchen und den Julian Salomon aus Mannswörth. Und der Julian Salomon ist auch ein Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Und sie könnten ein unangenehmer Gegner sein im Frühjahr. Und Stadtlau weiß, dass sie im Herbst in Neusiedl ja verloren haben. Also da heißt es auf jeden Fall, sportliche Revanche ist angesagt. Und sorry, liebe Neusiedler, sowohl der Karl als auch ich drücken den Stadtlauern die Daumen. So, wir kommen nun zur nächsten Begegnung und die ist ebenfalls interessant, der Niederösterreich-Derby, der SG Dreiskirchen gegen die Admira Juniors, wobei von Heimvorteil will ich nicht sprechen, weil die Admira Juniors haben ja voriges Jahr auch schon in Dreiskirchen gespielt, Stadion gespielt, also das wird eine ganz offene Partie. Zu Dreiskirchen muss man sagen, die haben jetzt da praktisch zweimal eine Mannschaft gewechselt, komplett ausgetauscht, einmal im Sommer und jetzt im Winter wieder. Das ist natürlich eine schwierige Situation für das Umfeld, für das Trainerteam. Aber ich glaube, dass der Trainer Robert Haas ein sehr routinierter und akribischer Arbeiter ist. Und ich glaube, dass Dreiskirchen heuer in der Frühjahrssaison ganz eine gute Rolle spielen wird. Wie es bei den Admira Juniors ist, wird der Richard... Ja, die Admira Juniors haben eigentlich eher Abgänge gehabt, aber ich glaube nicht, dass die entscheidend waren. Dafür haben sie natürlich einen neuen Trainer mit dem Martin Hieden. Und auch der ist ein Erfolgsfaktor. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel. Hoffen wir, dass beide Teams mit offenem Visier angehen und nicht die Angst vor dem Verlieren regiert. Nun kommen wir zum Sonntag und der letzten Begegnung. Um 15.30 Uhr spielt der SK in St. Pölten Juniors gegen SKU Amstetten. Ebenfalls eine sehr interessante Partie, wobei die Amstettener ja als unentschieden König im Herbst eine unrühmliche Bekanntheit erlangt haben. Aber ich selber schätze natürlich Amstetten sehr spielstark ein. Die haben einen Top-Torjäger. Top-Torjäger mit Vukovic. St. Pölten Juniors ist natürlich jetzt mit dem neuen Trainer Thomas Flöge top motiviert und die Spieler, die können sich über die Juniors empfehlen für die Kampfmannschaft. Und ich glaube auch, dass jetzt der Thomas Flöge die Zeit gehabt hat, die er braucht, eine Mannschaft für eine Meisterschaft gut vorzubereiten. Und man wird sehen, es wird eine sehr, sehr interessante Partie und ich glaube auch, dass es eine sehr kampfbetonte Partie wird. Kann man davon ausgehen, ja, Tommy Flögel ist ja auch ein Paradekämpfer gewesen. Er wird sicherlich von seinen Spielern ähnliche Tugenden erwarten. Ja, soweit zur Ostliga. Noch eines möchte ich sagen, spielfrei ist diesmal der ESV Barndorf. Ja, das unrühmliche Kapitel der Ostliga, dass jede Woche einer nicht spielen darf. Könnte sich im nächsten Jahr ja positiverweise ändern. Apropos nächstes Jahr. Jetzt haben wir in der Ostliga folgende Situation. Ritzing sollte normalerweise die Liga nach oben verlassen. Die Wiener wird möglicherweise oder wahrscheinlich die Liga nach unten verlassen müssen. Es könnte sein, dass nur mehr einer runter muss, außer der Wiener. Ja, wobei zu beachten ist, was passiert in der ersten Liga. Da natürlich. Ist natürlich der FAC ist noch in Gefahr, Abstiegsgefahr. Ja. Da ist von Horn der Regel in Abstiegsgefahr. In Abstiegsgefahr. Also das reicht, ja. Da wird man ja, sehen, was da ob das Wien und Niederösterreich betrifft, ja. Die Regionalliga Ost praktisch betreffen wird. Wir hoffen natürlich für die beiden das Beste, dass sie oben bleiben, können. FAC hat ja schon einen guten Schritt gemacht in der ersten Runde. Genau. Aber da haben natürlich vier Mannschaften, die unteren vier haben gewonnen, ja. Und der Sieg der FAC war zwar ganz wichtig, aber er hat nicht eine Tabellenverbesserung gebracht. Aber das ist jetzt momentan am Anfang noch nicht unsere Sorge, aber ich glaube, dass es ein spannendes
eine spannende Ostliga-Frühjahrssaison wird, wobei schon im Hinblick der nächsten Saison für die Trainer und für die Vereine ein Schaulaufen der Spieler passieren wird, weil er dann im nächsten Jahr durch die Ligareform die ersten drei wahrscheinlich aufsteigen können, die Chance haben. Und es werden wahrscheinlich 6 bis 7 Vereine den absoluten Anspruch an sich selber stellen, in die erste Liga zu kommen. Platz zu bekommen. Genau, und dann wird man sehen, die Schaulauf und das ist wieder eine interessante Runde werden im Frühjahr. Wir machen gleich weiter mit der Wiener Stadtliga. Ja, die Wiener Stadtliga hat ja schon die erste Runde im Frühjahr gespielt, also die 16. Runde. Und zwar in der ersten Begegnung. Und sagen wir vielleicht vorweg, dass die Wiener Stadtliga in der Transferzeit eigentlich ungewohnt aktiv verlaufen ist. Also es gab kaum einen Verein, der nicht mehrere Spieler neu verpflichtet hat und mehrere Abgänge hatte. Vielleicht schauen wir uns einmal die Top-Transfers der Stadtliga an. Alle werden wir nicht unterbringen. Ja, für mich ist aber der Top-Transfer der Sertan Güneş, die ehemalige Sportclub-Legende zu Elektra. Dann wäre für mich noch erwähnenswert der Zugang von Stefan Lerner, der in Treskirchen leider sich aus welchen Gründen auch immer nicht durchsetzen konnte, der der Schützenkönig der letzten Stadtligasaison war, zu seinem Stammclub SV Wienerberg zurück. Und natürlich ein Sanel Tahirovic, der aus der Ostliga auch zu Elektra gegangen ist. Allerdings bei der Elektra hat es in der ersten Runde noch nicht funktioniert. Ja, das war für mich persönlich die große Überraschung. Die ASK Elektra, die am 5. Tabellenplatz überwintert haben gegen den letzten, gegen Sportunion Mauer mit 1:2 zu Hause verloren. Und das war eigentlich die ganz große Sensation für mich. Und ich glaube, der Trainer Harreiter hat einen Satz gesagt in der Zeitung, wir sind die dümmste. Also Elektra ist die dümmste Mannschaft gewesen dieses Wochenende und ich glaube, dem kann man nichts hinzufügen. Hoffen wir, dass die kommende Woche gescheiter sind. Ja, genau. Das erste Spiel mit Postes Frau, dem 13. gegen Fafa C, dem 6. Endete torlos. Wobei der Fafa C sich auch sehr stark. Ja, die haben einen sehr großen, von der Anzahl verstärkt hat. Im Kader gehabt. Aber ich glaube, die SV Post war immer eine heimstarke. Ja, und sie kämpfen natürlich gegen den Abstieg. Mit der Punkt tut den SV Post eher besser als wie den VfC. Für die es 2 verlorene Punkte waren. Dann hatten wir Team Wiener Linien gegen Donnerfeld mit 1:1. Ja, das nächste Unentschieden ist überhaupt eine Runde der Unentschieden in wieder, der Stadtliga. Wieder ein Spitzenspiel für meine Begriffe, die Wiener Linien, die den Anspruch haben, immer in der Spitze mitzuspielen. Und auch der SV Donnerfeld, 1:1, wahrscheinlich ein gerechtes Unentschieden, aber er bringt beiden Mannschaften nicht viel. Zumindest nicht mit Blickrichtung, vielleicht oben noch eingreifen zu können. Stichwort oben noch eingreifen zu können. Das hätte man's Wort gehabt, diese Chance. Genau, und hat sie aber gegen Karabach in den ersten auswärts in der letzten Minute noch verpasst. Verpasst, ja, genau. Karabach war bis zum Schluss zurück. Mit 1:2. Und ist dann in der letzten Minute ist dann den Torschützenführenden, den Ercan Kara, dann der Ausgleich gelungen und war für Karabach ein wichtiger Punkt. War für Karabach ein wichtiger Punkt. Wenn sie es verloren hätten, wäre ihnen die Mannswert ein bisschen ins Knack gerückt. Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, wenn man vor dem Spiel gesagt hätten, dem Trainer Mujakic, dass er 2:2 spielt, einen Punkt mitnimmt beim Führenden in der Stadtliga, hätte er ihn gerne genommen. Ja. Aber der Umstand in der letzten Minute... Dem Spiel war er wahrscheinlich fuchsteufelswild. Und es ist sicher für ihn dann, wenn man so knapp vor Schluss noch führt, verlorene 2 Punkte. Ja, im Abstiegskampf der Stadtliga war eine klitzekleine Vorentscheidung, hätte ich gesagt, weil Simmering hat gegen Gersthof
mit 0-4 ganz kräftig eins auf die Mütze bekommen. Ja, das ist für mich auch sehr, sehr überraschend, aber Simmering hat auch im Transferfenster sehr, sehr viel gemacht. Aber wie gesagt, viele Neuzugänge schießen oft keine Tore und diese Niederlage am eigenen Platz mit. Wobei auch Gersthof sehr aktiv war in der Transferzeit. Also dürfte wahrscheinlich Gersthof die glücklichere Hand gehabt haben oder. Steht jetzt in der ersten Runde und man kann natürlich noch nicht viel sagen und oft läuft dann der Spielverlauf auch recht ungünstig, aber trotzdem für mich zu Hause 0-4 eine Klatsche zu empfangen, ist halt sehr, sehr bitter. Ein Spiel aus dem Tabellenmittelfeld, Austria 13 gegen SV Gerersdorf, wobei das Mittelfeld in der Stadtliga ja sehr breit gestreut ist. Ja. Austria 13 war vor dieser Runde Zehnter. Und hat aber gegen Gerersdorf einen Heimsieg gelandet mit 1-0. Ja, wobei der Michi Keller natürlich mit dem 1-0 wahrscheinlich besser leben kann als wieder wie Gerersdorf. Zu Hause 1-0 gewinnen. Der Trainer Hasenberger wird sich natürlich ärgern, der vielleicht sicher gerne einen Punkt mitgenommen hat, aber am Austria 13 Platz ist es. Tut es in Wirklichkeit in der Stadtliga im Moment keinem weh, der im Mittelfeld steht, im Gesicherten, so wie Gerersdorf, weil nach unten kann nach menschlichem Ermessen nichts passieren und nach oben nach menschlichem Ermessen wird nichts passieren. Ja, ich glaube, also somit der Heimverein 1-0 gewonnen und die Austria 13 hat sich bewusst heimstark präsentiert. Interessanter ist vielleicht das Ostbahn 11, die ja doch ein bisschen in Abstiegsgefahr sich befinden, einmal mit einem 3-1-Sieg gegen Wiener Viktoria einen wichtigen Sieg gelandet hat und einen ebenso wichtigen Sieg hat Admira Technopol auswärts sogar mit 1-0 gegen Wienerberg. Wobei, sagen wir es, mit der Niederlage von Wiener Viktoria sehr, sehr überrascht. Ich habe sie selbst gesehen im Vorbereitungsspiel gegen die Austria-Amateure, wo sie gewonnen haben. Und da haben sie sich sehr spielstark und vor allem in der Defensive sehr kompakt erwiesen, was in diesem Spiel dann der Grund war, dass sie dann doch 3 Tore bekommen und haben halt, das werden die Trainer wahrscheinlich, der Toni Polster und der Kurt Karstek sicher analysieren und für die nächste Woche ansprechen. Ostbahn 11 hat sich da sicher mit den 3-1 wieder ein bisschen nach oben Luft verschafft. Ja, dann beenden wir quasi mit einem Ausblick bei der Stadtliga und bringen euch noch die Spiele der 17. Runde der Stadtliga nahe. Wer sich eins anschauen will, nicht genieren, hingehen. Es kann durchaus das eine oder andere gute Spiel daraus werden. Ja, die der Wiener Stadtliga zur 17. Runde. Am Samstag die Begegnungen um 14 Uhr Sportunion Mauer gegen SC Manswörth. Ebenfalls um 14 Uhr Technopol Admira gegen Austria 13. Um 15 Uhr beginnt dann die Begegnung Gerersdorf gegen SC Simmering. Und um 17 Uhr Wiener Viktoria gegen Post SV. Richard? Man muss sagen, da sind einige Spiele drinnen, die haben Brisanz. Schafft Sportunion Mauer nach dem Sensationserfolg gegen Elektra am eigenen Platz auch den zweiten zu ärgern? Ja, das wird sehr interessant. Wird eine Frage. Schafft es Admira Technopol gegen eine im Aufwind befindliche Austria 13 auch auf eigenem Platz dafür, weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln? Gerersdorf wird sicher die Niederlage ausmerzen wollen und die Simmeringer sind angeschlagen, aber ja, auch das macht sie nicht ungefährlich. Und Post SV braucht auch weiterhin Punkte, haben einen Auftaktsieg, ja, wobei, einen Auftakt unentschieden. Ja, wobei aber glaubt, dass müssen zur Viktoria. Ja, wobei aber glaubt, dass der Toni Polster und der Kurt Karstek da jetzt wirklich scharfe Worte an die Mannschaft richten und sie da mit einem Sieg sich für die Niederlage da ein bisschen entschädigen wollen. Sonntag dann, Richard, die Begegnung. Mhm. Interessant. Ja, um 10.15 Uhr, also drei Begegnungen beginnen dann um 10.15 Uhr. Fafa C trifft zu Hause auf den ASK Elektra. Der SR Donnerfeld empfängt Ostbahn 11.
Die Gersthofer SV bekommt es mit dem Team Wiener Linien zu tun und um 11.11 Uhr SV die typische Wienerberger Anpfiffzeit. Ja, SV Wienerberg gegen den führenden FC Karabach. Und da auch wieder einiges Interessantes. Elektra HVC, das ist meiner Meinung nach ein offenes Spiel. Ja. Da ist sicher einiges zu erwarten, außer es würde die Angst regieren, was ich aber nicht hoffe. Donaufeld und Ostbahn ist auch ein Mittelfeldduell in Wirklichkeit. Denn die Ostbahner sind mittlerweile schon im Mittelfeld angekommen, aber sie brauchen noch immer Punkte. Gersthof hat gut begonnen, aber hat jetzt natürlich ein anderes Kaliber vor sich als zuletzt Simmering. Und interessant für mich, weil ich auch immer Stürmer gespielt habe und meine beiden Söhne auch Stürmer sind, wird das Duell beim SV Wienerberg von Stefan Lerner, dem Torschützenkönig der letzten Saison, gegen den Führenden, jetzt gegen den Ercan Karan. Also das wird ein interessantes Duell und ich glaube, dass auch da zwei offensiv ausgerichtete Mannschaften mit offenem Visier antreten werden. Das wünschen wir uns, das wünschen wir den Zusehern, die heute bei uns zugeschaut haben und natürlich den Zusehern, die am Wochenende auf die Fußballplätze gehen. Viel Vergnügen für das nächste Wochenende in der Regionalliga Ost und in der Wiener Stadtliga. Ciao bei Liga TV.